Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG Drive. Und heute habe ich mir gedacht, ich probiere mal so ein paar Szenarien aus, die es da gibt. Und erstmal vielen lieben Dank für die unfassbar vielen Tipps, die ihr mir gebt. Da sind echt ein paar Experten dabei. LEGaming.de, Best Gamer und Bird of Steel. Also was die mir alles an Tipps zukommen lassen. Ziemlich geil, muss ich sagen. Also dafür dicken, fetten Dank. Und heute, wie gesagt, machen wir mal ein bisschen Action mit den Szenarien. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel, ich muss dieses Auto da fangen. Fängt ja schon mal super an. Also das ist ein böser Dieb. Und ich muss den jetzt irgendwie anhalten. Alter, die Karre fängt mir voll an zu schlingern. Ich habe keine Ahnung, ob ich... Also ich weiß, ich habe es gerade schon mal ausprobiert, mein Auto darf nicht kaputt gehen. Am besten werde ich also versuchen, den irgendwie zu drehen oder mich vor ihn zu setzen und ihn dann irgendwie auszubremsen. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie die Strecke aussieht. Müssen wir mal ausprobieren. Um Gottes Willen. Das ist irgendwie jetzt nicht so gut gegangen. So, aber dann nochmal einfach. So, schön vorsichtig. Wie war das nochmal? Ich bin gerade am Testen mit der Geschwindigkeit. wie man die langsamer macht, aber ich glaube, das geht hier gar nicht. Lol, was macht der denn da? Toll, mein Auto ist beschädigt. Großartig, nochmal. Anscheinend wartet der nette Dieb auf mich, das finde ich voll okay. Aber mit der Karre muss ich echt vorsichtig sein. Die schlingert so typische amerikanische Autos, total weich gefedert. Ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Aber ich mache trotzdem jetzt mal das HUD aus, weil das brauche ich nicht. So, ein bisschen angebumst. Nein, 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 nein. Toll. Ach, jetzt könnte ich noch weiterspielen. Obwohl mein Auto total im Arsch ist. Das ist super schwierig. Ich glaube, also wenn ich das jetzt nochmal versemmel, dann gucke ich mir mal ein anderes Szenario an. Weil ich hatte euch ja letzte Folge gefragt, was ich so machen wollte, aber die Folge ist halt noch, was ich so machen kann oder machen soll. Aber die Folge ist noch nicht online, deswegen kann ich ja auch noch nicht eure Kommentare gelesen haben. Nehme mir immer ein bisschen im Voraus auf. So, jetzt versuche ich den mal hinten zu drehen. Scheiße, ich habe ihn gedreht. Okay, einmal versuche ich es noch. Das ist auch so eine typische Taktik. Hinten immer so ein bisschen anstupsen und dann drehen. Ich glaube, das ist erfolgsversprechend. Allerdings ist das auch gar nicht mal so ohne, weil ich dadurch halt selbst mich drehe. Mit einem anderen Auto würde das wahrscheinlich relativ easy gehen. Aber die Schüssel ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Drei, zwei, eins. Geschafft. Um Gottes Willen, ey. Glück gehabt. So, was gibt's noch denn hier so? Inselrundfahrt, Filmreife, Verfolgungsjagd, Tanklieferung, Slalom. Alter, da gibt's ja mega viel. Hopping around, Rally bergab, Flugplatz Showdown. Alter, da gibt's ja jede Menge. Hier, das hier sieht nach sehr viel Blödsinn machen aus. Irgendeine Kreuzung. Was? Ich sollte mir wahrscheinlich auch mal die Tipps zwischendurch mal lesen. Stabilitätskontrolle ist nur bei den meisten modernen Fahrzeugen verfügbar. Okay. Passe deine Geschwindigkeit so an, dass du das andere Auto triffst. Dieses Mal mit einem Trick.
Okay. Ah, das ist in der Luft. Vielleicht. Oh, das wird schwierig, ey. Das heißt, ich muss wirklich eigentlich perfekt fahren, vermute ich mal. Und das steht jetzt dieses Mal mit einem Trick. Also ich schätze mal, dass dieser Sprung dieser Trick sein soll. Und? Oh, da war ich tatsächlich ein bisschen schnell. Nochmal. Das könnte witzig werden. Das heißt, ich muss ein bisschen langsamer machen am Ende. Aber auch nicht zu langsam. So, ich nehme jetzt das Gas weg. Das gibt's doch nicht. Das war fast perfekt. Also vom Timing her war es richtig gut, nur ich war noch zu schnell. Jetzt. Immer noch zu schnell. Alter. Ich muss mir jetzt tatsächlich mal merken, wo ich gerade immer das Gas wegnehme. Ich nehme es jetzt weg. Das könnte klappen. Alter. Ich war schon... Okay. Ich muss das Gas wegnehmen und noch bremsen. Frech. Finde ich ziemlich frech. So, jetzt habe ich nochmal richtig gebremst. Alter, das sind immer so 5, 6 Zentimeter vielleicht. Vielleicht sind es auch 10, ist aber auch wurscht. So, jetzt habe ich eben schon mal kurz Gas weggenommen. Yes! Geht doch! Geschafft! Easy! Naja, so easy war es nicht. Was haben wir noch? Da unten. Industriekurs Weitsprung. Versteckter Weitsprung. Kaputter Lastwagen. Ich muss mir die alle mal anschauen, aber ich will jetzt erstmal was machen, wo man ordentlich Quatsch machen kann. Deswegen nehme ich jetzt mal hier so ein Demolition Derby. Da sind aber immer nur 4 Kollegen mit an Bord. Das ist egal. Zum viel Quatsch machen lührt das. Und ich habe heute unfassbare Kopfschmerzen tatsächlich. Ich hoffe, dass die jetzt gleich mal weggehen. Das letzte fahrende Auto gewinnt. Schrotte die Autos deiner Freunde und pass auf dein eigenes auf. Okay, Stil, bla bla bla, okay. Ah, das ist mit anderen Leuten noch mit dabei. Das kann ich natürlich jetzt nicht spielen. Schade. Na gut, dann halt nicht. Hm. Das ist Local Player, Local Player, Local Player. Ah, schade, okay. Dann machen wir mal nochmal hier die normale Kreuzung. Da kann man wieder schön Quatsch machen. Passe, ja, ja, ja. Also jetzt ist wirklich einfach nur draufballern wahrscheinlich. Boah, mit so einer alten Krücke. Oh, da ist er. Da war ich zu schnell. Aber es hat gelangt. Nee, aber das befriedigt meine Zerstörungswut leider mal so gar nicht. Es ist ein bisschen fies, dass der so nah hinter diesem Tunnel oder Unterführung kommt. Yo, wow. Wo ist der geblieben?
Das mache ich jetzt noch einmal, dann gucke ich mir ein anderes Szenario an. Ich will heute ein bisschen was an Durchsatz haben hier an Szenarien in der Folge. Aber ich fahre mal so ein bisschen rüber. Das gibt's doch gar nicht. Okay, einmal noch. Immer mal so ein bisschen das Gas zwischendurch weg. Jetzt bin ich zu langsam. Ja. Nö, also das ist mir echt ein bisschen stressig, muss ich sagen. Aber gut, das ist halt das Szenario, das ist die Challenge an der ganzen Geschichte. Ich könnte natürlich... Ah, warte mal, ich versuche mal was anderes. Ich versuche mal richtig schnell da zu sein und dann richtig hart in die Eisen zu gehen. Mit Handbremse und allem drum und dran. Und hoffe, dass ich das dann geschissen bekomme. Geht doch. Auch wenn ich lieber ihn direkt rammen würde. Aber das ist, glaube ich, wirklich super schwierig hinzubekommen. Naja. Oh, das war ein bisschen langweilig. Was haben wir noch? Verfolgung, Verfolgung. Elchtest. Tanklieferung. Was muss ich hier machen? Nö, das ist doof. Rallycross. Aufhängungsrennen. Fahre durch die Fahrwerksteststrecke. Schwertransport. Großer Sprung. Das hört sich ganz interessant an. Das testen wir mal. Ich glaube, die meisten... Warte mal, jetzt will ich mal kurz eins ausprobieren. Also die meisten Tipps, ich glaube, die funktionieren von euch nur in der freien Fahrt, kann das sein. Weil jetzt auch das Geschwindigkeit verlangsamen und so... Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz funktioniert bisher. Ah, doch, aber mit J geht's. Also, das geht auf jeden Fall. Nur das schneller und langsamer machen. Achso, da muss ich hoch. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie gerade so ein... Autsch. So ein, wie heißt's? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ich suche. So ein Aufzug, dachte ich, wäre das, aber nope. Leider kein Aufzug. So, warte mal, ich muss jetzt noch mal einmal kurz in mein erstes Video dazu und ich will mir noch mal kurz die Kommentare angucken, nicht, dass ich irgendwas verbaselt habe. Während das lädt, gebe ich hier noch mal richtig Gas und die Karre so super laut. Easy. Das war knapp. Nein, 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 nein. Lol, jetzt hänge ich hier fest. Ist ja auch schick. Ganz großartig. Alt und Pfeil nach links. Nee, Geschwindigkeit kann ich hier tatsächlich... Also die Spielgeschwindigkeit kann ich hier nicht mehr ändern. Aber ich versuch's weiter. Nächste Folge mache ich dann wieder ganz viel einfach normalen Blödsinn, glaube ich. Oh, das war knapp. Engine ist off. So, Engine ist wieder an. Das hat nicht so ganz funktioniert. Nochmal Engine wieder an. Engine ist kaputt. Engine ist total kaputt. Das Ding hat viel zu viel Kraft, habe ich irgendwie so das Gefühl. So, butterweiche Landung machen wir jetzt mal. So. Das war knapp. Scheiße. Ja,
Ich glaube, ich muss demnächst tatsächlich mal auch auf normale Schaltung umstellen, also auf manuelle Schaltung, weil ich finde das teilweise ganz schön problematisch, wie die Karre schaltet. Also so würde ich teilweise nicht schalten. Ist mir alles ein bisschen zu aufgeregt, die Karre. Easy! Geschafft! Auch wenn ich es so überhaupt nicht schaffen sollte, glaube ich. Läuft. So, was haben wir noch? Wo ist mal hier noch was, wo man richtig Sachen kaputt machen kann? Also hier habe ich mir irgendwie mehr versprochen, tatsächlich. Canyon Jump, das hört sich doch ganz okay an. Jump over some Canyons. Da wird bestimmt ein bisschen was passieren können. Sie können die spezifische Steuerung durch Anklicken der rechten oberen Ecke des Bildschirms anpassen. Okay, das ist gut. Da hatte mich übrigens auch jemand darauf aufmerksam gemacht, dass da bei der Kanone steht ja, was man drücken muss. Habe ich ja auch während der Folge dann noch gerafft, aber ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. So. Suggest speed for the first jump ist irgendwo um die 100 km/h und beim zweiten irgendwo um die 80 km/h. Okay. Hier kann ich auch leider wieder nicht langsamer machen. Warum hat denn eigentlich so einen Rüssel? Um Gottes Willen, das wird schief gehen. Ja, so leicht. Ja, mal gucken, geht die Karre noch wieder an? Nee, ne? Rangebox, L, Wheel Access. Was ist das denn für ein Einstellungszeug? Ah, da ist ein Differential und sowas drin, oder was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, das war nix. Da muss man jetzt erstmal einen ordentlichen Weg durchfinden. Das könnte was werden. Bin relativ gerade drauf gekommen. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Moment. Was haben wir denn noch hier für Einstellungen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit für Sachen einstelle. Sagt mir leider so gar nichts. Ich bin viel zu langsam. Bremsen! Ah, ich darf nicht anhalten. Wie frech ist das denn? Das finde ich nicht in Ordnung. Warte mal, ich mach mal das hier wieder alles richtig, so wie es vorher war. Okay, das wird nochmal richtig schief gehen. Boah, wie es das Teil zusammenfaltet. Nein. Manchmal muss ich aus irgendeinem Grund auf Start drücken. Manchmal kann ich es auch mit Enter machen. Ich hab, Return. Keine Ahnung, was das soll. So, aber viel besser kann ich nicht anfahren. Also wenn das jetzt nicht klappt, Dankeschön, dann weiß ich auch nicht. So, Checkpoint 1. Oh, wie kann ich mich denn zum letzten Checkpoint zurücksetzen? So, der müsste aber wieder kommen. Ich hoffe, dass ich nicht zu schräg gesprungen bin. So, erstmal bremsen. So, danke. Engine wieder anmachen. Kiste ist wieder an. Und los geht's. Scheiße. Ich bin zwar 80 km/h schnell, aber ich bin so ein bisschen schief gefallen. Boah. So ganz leicht schief. Aber die Karre ist tatsächlich relativ stabil, muss man sagen.
So, den ersten kriege ich jetzt eigentlich ziemlich gut hin, muss ich sagen. So, und da muss man ziemlich zielen. Oh mein Gott, das könnte gerade so klappen. Das wird Aua. Alter, das Ding ist nur noch die Hälfte an Höhe dick. Scheiße, Mann. Schade. Hätte klappen können. So, das ist der Last Try. Wenn ich es da nicht packe, kriege ich es, glaube ich, auch so nicht hin. So, mir ist gerade ein Reifen geplatzt. Das ist natürlich eine ganz grandiose Voraussetzung, um gerade da hinzufahren. Jupp, man sieht's. Ja, doch, einmal probier's noch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich habe gerade gemerkt, ich muss nicht Return drücken, ich muss einfach nach vorne drücken. Ich bin ja auch einer, ey. Oh, da bin ich zu langsam. Ja. Ah, komm, einmal mache ich noch. Einmal mache ich noch. Ein typisches einmal mache ich noch Spiel. Aber das ist gut so. Das müsste gelangt haben, ja. Nein! Ah, mal gucken, ob ich mich noch aufschaukeln kann. Ne, geht nicht. Ach, schade. Kurz gucken, ob ich noch irgendein cooles Szenario finde. Komm, eins mache ich noch schnell. Ich will mir noch hier meine Fahrwerk mal richtig zerlegen und dann ist gut für heute. Nochmal kurz in die Kommentare gucken, ob was ich noch so mir anschauen könnte. Da muss ich mir gleich nochmal genau durchlesen. Oh, was ist das denn für ein schräges Auto? Richtig schöner Kombi. Also von der Seite vielleicht. Vielleicht soll ich nicht direkt mit Vollgas darüber fahren. Aber hier kann man mal ordentlich mit Vollgas drüber brettern. Ja, Standard. Ist jetzt keine großartige Belastung für mein Fahrwerk. Das könnte schon etwas problematischer werden. Naja, aber auch alles noch safe. Ach, und das war's schon, oder was? Das ist ja Kindergarten. Auch die Dicken hier. Das war's. Lol. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, mich wird's irgendwie komplett unten zerreißen. An der Aufhängung. Aber leider nicht. Naja, gut. Aber nächste Folge machen wir dann einfach wieder jede Menge Quatsch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es heute nicht so langweilig war. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!